Ja, hallo und willkommen zurück. Ja, heute geht es weiter. Heute fange ich mal ein bisschen anders an. Ich habe ja mit der hohen, dass die Menschen auf der Suche nach hoher Schwingung sind, aufgehört. Und jetzt fange ich mal anders an und sage, jetzt erkläre ich euch mal, wie ich überhaupt zu Mac gekommen bin. Ja, ich habe irgendwann am Rechner gesessen, habe gestaltet, irgendwas gemacht und habe also ein Hühnerbild hier bearbeitet von meinen Hühnern. Und habe dann irgendwie angefangen, da irgendwie was zu gestalten und hast du nicht gesehen. Und habe dann Ebenen und dann ist das nach und nach immer weniger geworden, habe rumgemalt und hast du nicht gesehen. Muss dazu sagen, habe aber einen Space Cookie gegessen. Ja. Einfach nur, ja, anstelle eines Bieres, so ab und zu trinkt man mal ein Bier und ach, ich mag, wie gesagt, den Rausch vom Bier, nicht so Alkohol, nicht so gerne, deswegen lieber ab und zu mal einen Space Cookie. Habe dann so einen Keks gegessen und habe mich dann hier rangesetzt und habe dann einfach gestaltet und gemacht. Und plötzlich ging das irgendwann so weit, dass ich es, ja, wie so eine kleine Explosion war. Also ich habe plötzlich gemerkt, ich habe angefangen zu weinen, weil ich habe immer meine Musik im Hintergrund laufen und also elektronische Musik, ja, habe ich immer im Hintergrund laufen, wenn ich gestalte. Und ich muss sagen, dadurch habe ich auch einen gewissen Zugang zu der Musik. Also ich merke natürlich, die Kombination zwischen Cookie und diese Musik kriege ich eine gewisse Verbindung. Und ich glaube, da habe ich, wie so eine kleine Explosion hatte ich dort, dass ich dann angefangen habe zu weinen und ich mir dann plötzlich klar wurde, das ist meine Kunstform, die ich eben entdeckt habe. Und ich habe rumgemalt. Während des Malens habe ich verstanden, was es gerade ist, was ich da tue. Und wurde es immer klarer und hab weitergemalt und dann im gleichen Zug sind, glaube ich, zwei, drei Bilder entstanden und hab gestaltet und gemacht und hab mich daran gefreut, ja, dass ich meine Kunst gefunden habe, nachdem ich eigentlich immer unbewusst gesucht habe. Ich dachte mal, das Schreiben war es, ja, oder die Fotografie, ne, aber nein, es war Mac und da habe ich wieder ein Stück von mir gefunden. Ich habe nie gewusst, dass mir eigentlich was fehlt, aber ich war trotzdem immer auf der Suche. Aber das kann ich nur zurückblickend sagen. Das wusste ich, als ich 17 war, nicht, dass ich nach Mac suche. Ja, das kann ich nur zurück, dass ich weiß, diese Gefühle, die ich immer zwischendurch hatte, an gewissen Momenten, das war die Suche nach Mac. Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber weil es alles eine Emotionssache ist. Ne? Und wie gesagt, diese Kombination mit dieser Musik und dem Cookie und habe ich drei Bilder gestaltet. Ja, und habe für mich da gefunden, es entdeckt mein inneres Universum und somit habe ich angefangen. Und da ist ein Hühnerauge mit eingebaut. Das sieht man nicht mehr, aber das war die Grundlage im Prinzip, wie ich angefangen habe. Ja, und dann kam ja nunmehr eins, nunmehr zwei, nunmehr drei und nunmehr fünf. Ja? Und Fötus irgendwann. Ne? Und die Bilder zum Beispiel, die habe ich gestaltet. Fötus habe ich zum Beispiel gestaltet, da war ich nüchtern. Also ich kann das auch machen, unabhängig von diesem Keks, aber ich glaube, der Keks war mit ein Auslöser vielleicht. Ne? Also das, ja. Und im Prinzip habe ich einen Teil von mir gefunden durch Mac, ja. Und deswegen möchte ich auch gerne, dass die Menschheit das sieht. Also und vor allem, wir, Thomas und ich, beschäftigen uns ja schon länger mit dieser ganzen Geschichte Fotografie und wir haben nichts Vergleichbares gesehen und gefunden im Internet, ne? Und deswegen konnte ich mir nie vorstellen, kann es sein, dass wir die Einzigen und die Ersten sind. Und deswegen haben wir da gleichzeitig natürlich auch, haben wir es, ja, im Prinzip der Kunst einen Namen gegeben. Wahrscheinlich ist das eine neue Kunstform, die wir benannt haben, ne? Ja, und so kam ich im Prinzip dazu, dass ich Mac entwickelt habe in irgendeiner Form. Ne? Thomas macht auch seine Sachen natürlich, ne? Aber im Prinzip kann Mac auch jeder machen. Ja? Das hat aber nur was mit freiem Geist zu tun. Wenn du nicht frei bist vom Kopf, wenn du von irgendwelchen Zwängen unterlegen bist, dann wirst du niemals Mac machen können. Und Mac heißt nicht nur, dass man es am Rechner macht. Ja? Mac kannst du alles machen. Du kannst, wenn du Maler bist, kannst du es machen. Du kannst ja einfach nur frei sein. Also auch in der Kunst. Und das soll Mac im Prinzip ausdrücken und auch visualisieren. Ne? Und genau, und man hat natürlich auch im Nüchternen ganz normale Sachen gestaltet, also ganz normal. Ich habe da drei, vier, ja, bestimmt 12, 13, 20 Bilder schon gemacht, so, ne? Und sicherlich zwischendurch war mal wieder ein Cookie dabei. Also ich esse ja nicht so oft Space Cookies, ne? Aber den hatte ich wieder eingegessen. Und da war das denn so,
dass ich auch wieder anfing zu weinen. Aber ich habe diesmal nicht gestaltet. Ich habe für Fotoatomar die Webseite irgendwie, die neue Webseite gemacht, die jetzt online ist, ne, die ihr jetzt sehen könnt. Und habe für mich festgestellt, ich habe mit einem Mal einen Schub an Informationen bekommen. Einfach so aus dem Nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob es über die Musik war. Ne, ich habe immer Musik dabei, elektronische, ne? Von der Fusion oder war irgendeine Goa oder irgendwie was oder Elektrohause, keine Ahnung, was halt gerade, was mir gefällt, ne? Und da habe ich einen Schub an Informationen gekriegt und ich habe auf einmal gesehen oder gespürt, was mit Fotoautomat passieren wird. Dass Fotoautomat was Großes werden wird. Ja. Das habe ich gespürt und ich habe auch Sachen gesehen, dass sich Donald Trump verbeugt hat. Und Q, das, den Buchstaben Q habe ich gesehen. Ne, man, ich habe, also gesehen habe ich das verschwommen, aber, ne, also ich habe Trump, ich habe nur die, im Prinzip die Umrisse so gesehen, menschlichen Körper, du hast nicht wirklich den Gesichtsausdruck gesehen, aber ich habe nur diese typische Frisur, schemenhaft alles nur, wie so ein, als wenn da so ein milchiger Schleier drauf ist, ne. So habe ich das gesehen. Ich habe auch gesehen, was mit Fotoatomar passieren wird. Auch Bilder habe ich gesehen, aber auch nur verschleiert. Deswegen kann ich da keine Details fixieren. Das war wie, als wenn ich im Internet geguckt habe und ganz viele Seiten hintereinander weg. So wirkte das, ne? Habe aber gespürt, was passieren wird. Also ich habe jedes Bild im Prinzip gespürt. Ganz komisch. Also ich kann das ganz schlecht beurteilen so, ne? Natürlich hörte das auch irgendwann auf, ne? Und ich habe natürlich dann gleich mit Thomas telefoniert und weil ich das loswerden musste. Ich habe dann natürlich auch Markus dann mein Mann erzählt, jetzt habe ich den Namen gesagt, naja, gut, ist auch egal, aber habe ihm das natürlich gleich gesagt und er kann das natürlich nicht verstehen, weil er nicht ansatzweise auf der Wellenlänge ist. Ne? Thomas zum Beispiel, der kann, ist, versteht das mehr, weil ich mit ihm über sowas immer geredet habe, weil er auch schon Ansätze hatte, irgendwie so Spiritualität, hat er früher schon immer, er war auch schon mal auf der Suche und ich bin im Prinzip ja so eine Art Quelle geworden für ihn, sage ich jetzt einfach mal so. Der ihm dann die Information auch weitergibt. Und wir reden auch immer drüber, um die Sachen auch weiter zu durchdenken, weil vieles musst du nicht lesen, du musst es einfach nur durchdenken. Dann kommst du selber drauf, was eine logische Schlussfolgerung ist, durch eigene Erfahrungen. Das passt nachher alles zusammen. Deswegen weißt du, ob es richtig oder falsch ist. Und das ist das, was die meisten nicht verstehen können, weil die einfach fernab von diesem Natürlichen sind. Und wenn du bei diesem Natürlichen bist, deine Zirbeldrüse aktiviert hast, unabhängig davon, ob du diese solche Schübe kriegst oder wie auch immer, darum geht es gar nicht. Aber dann wirst du automatisch wissen, was richtig und was falsch ist. Ja, und das ist das, wie wir Fotoatomar zum Beispiel voranbringen. Wir machen für uns, deswegen haben wir uns nie Grenzen gesetzt, deswegen heißt, steht das Art in diesem Fotoatomar, ne? Weil wir auch dieses künstlerische, freie, wir wollen frei sein, wir wollen uns nicht an Grenzen halten müssen. Ja, das machen wir bei der klassischen Fotografie. Wenn jemand ein Porträt will, dann machen wir typische klassische Porträt, aber weil wir das Art auch besitzen, und dieses Freie machen wir auch in diesem Rahmen des Porträts erschaffen, das, was wir wollen. Mit diesen Leuten, mit deren Einverständnis logischerweise. Ne? Aber das ist ein anderes, das sagt Fotoautomat, das sagen, gehört er eigentlich nicht hin. Aber das ist halt auch dieser permanente Austausch. Du musst dich auch unterhalten mit jemandem, der ähnlich denkt und auf einem ähnlichen Niveau ist. Ne? Thomas ist bei weitem nicht da, wo ich bin. Aber das spielt auch keine Rolle. Das ist auch nicht schlimm. Ne? Das muss auch wahrscheinlich so sein. Und dementsprechend, ich muss das auch mal loswerden. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist sowas von überwältigend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also als wenn ich eine Verbindung in die vierte Dimension hatte. Ja, also laut meinem Verständnis ist das auch so, dass man ist permanent mit allem verbunden. Ne? Durch diese ganzen Ablenkungen, dieses Mediale, diese Mängel, die erzeugt wurden in der dreidimensionalen Welt, dieses alles, soll ich ja ablenken von dem Natürlichen. Aber von der Natürlichkeit her sind die Menschen permanent auch mit allem verbunden. Selbst Zeit ist eigentlich auch nur, um Mangel zu erzeugen. Du hast Zeitmangel, darum geht es einfach nur. Zeit spielt eigentlich keine Rolle. Zeit ist immer allgegenwärtig und in der vierten Dimension, kann ich euch sagen, sind alle Informationen permanent zugänglich. Es spielt keine Rolle, ist es die Vergangenheit, ist es die Zukunft, ist es die Gegenwart. Es spielt alles keine Rolle. Man muss bloß den Schlüssel dazu finden. Und ich glaube, ihn zu kennen, den Schlüssel, den sage ich euch später. Ne? Und das ist so, ich muss mir mal kurz das Wort Schlüssel aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Ne? Deswegen,
Schlüssel. Und das ist im Prinzip, wenn man den kennt und hat, ja, dann wird es allen besser gehen, auch von der Physiologie her des Menschen. Also du wirst auch keinen Krebs kriegen. Also wichtig ist es, du musst es immer, du musst deine Schwingung erhöhen. Und das kannst du nur mit höher schwingenderen Leuten, Menschen, die in der Lage, so, ich glaube, also das komme ich später zu. Und also was ich da jetzt mit meine, das im Prinzip geht es immer um Schwingungen, weil alles ist miteinander verbunden. Du kannst auch nur was Hochschwingendes nehmen, um was Niedrigschwingendes zu beseitigen, zu bekämpfen. Und was Böses ist immer was Niedrigschwingenderes. Liebe hat die gleiche Schwingung wie diese positive Schwingung. Also Liebe ist von der Schwingung was Hohes. Deswegen kannst du mit Liebe das Böse beseitigen, weil Liebe steht über der Niedrigschwingenderen. Und das ist das Prinzip. Und das ist das Prinzip mit allem. Und diese Schwingungen, einige Menschen haben eine hohe Schwingung, da fühle ich mich dann wohl. Und dann gibt es welche mit der niedrigen, ganz niedrigen Schwingung. Habe ich alles schon erlebt. Ja, ich kann euch ja mal eine Situation erzählen, als ich zum Beispiel ich bin ab und zu beim Fitnessstudio gewesen. Und da ist mir einer begegnet, der hatte so eine, der sah im Gesicht aus, war irgendwie ein Ausländer, keine Ahnung. Türke, keine Ahnung, spielt auch keine Rolle, ist auch irrelevant. Der sah im Gesicht aus, Augenringe schwarz. Also der sah aus, als wenn er auch schon Tode gesehen hat. Für mich. Visuell, optisch, ne? Und er kam so mit einem Kumpel auf mich zu, Treppe. Ich bin gerade Treppe runter nach dem Sport mit der Tasche in der Hand, wollte eigentlich nur noch raus ins Auto. Die beiden, der eine Kumpel von ihm kam. War links von mir, kam man in der Mitte die Treppe hoch und der andere war zur Wand hin, auch auf der Treppe. Die ging, kam so immer dichter auf mich zu. Ja, und plötzlich, als die beiden auf meiner Höhe waren, ja, habe ich in meinem Augenwinkel nur gesehen, in diesem Unschärfebereich, wie sein Kopf schlagartig sich zu mir dreht. Und in diesem Moment habe ich was gespürt, das war so vom Gefühl, als wenn. Wäre ich länger in seinem Bereich gewesen, er hätte mir was angetan. Er hätte. Ja, also er hat auch irgendwas gespürt. Er hat wahrscheinlich meine hohe Schwingung gemerkt. Und ich habe seine negativen Schwingungen gemerkt. Also so eine negative Schwingung, die war wirklich. Habe ich selten. Hab ich eigentlich. Selten. Zweimal vielleicht in meinem Leben habe ich beim einen Menschen gespürt. Und da wusste ich, so wie er aussah, er ist das absolute Böse gewesen. Er hat die Finsternis in sich drinne. Und. Also das Niedrigschwingendere. Und da hätte ich, glaube ich, habe ich so im Nachhinein, ich hätte mich vom Gefühl her, hätte ich verloren. Er hätte mich besiegen können, wie auch immer, von der Schwingung alleine schon. Er war so stark niederschwingend, ich glaube, er hätte mich überwältigen können in irgendeiner Form. Er hätte mir auch eine reingehauen, so hätte sich das angefühlt. Also wenn er, ja, allein schon deswegen, ja. Und das ist eine permanente Verbindung. Also dieses Schwingende ist gleichzeitig immer auch in der dreidimensionalen Welt. Und deswegen hat man auch diese Verbindung zu positiv schwingenden Leuten und sagt auch, den finde ich sympathisch, den anderen nicht. Und das ist permanent und immer allgegenwärtig. Und das sind diese Sachen auch so was wie Vorahnung. Das hat was mit Schwingung zu tun, weil dann hattest du in dem Augenblick einen Zugang zu der zu der vierten Dimension. Deswegen weißt du, was als nächstes passiert, weil diese Information was als nächstes passiert, permanent gegeben ist. Es gibt keine Vergangenheit oder Zukunft. Es gibt nur die Gegenwart. Das hier und jetzt. Deswegen kannst du auch kein Bild, was du gemacht hast, unendlich behalten. Es wird nach und nach immer weniger. Es wird verschwinden. Es wird verblassen. Du kannst die Information nicht festhalten, weil es im Prinzip ja nur wie so ein Fingerabdruck ist aus dem Jetzt. Deswegen verschwindet das, ne? Und deswegen haben wir das, was in der Zukunft ist, auch noch nicht. Wir haben immer nur das Jetzt, weil das alleine existent ist. Es ist schwierig, sich vorzustellen. Das könnt ihr mal versuchen, dass ihr euch das versucht, irgendwie durch den Kopf gehen zu lassen, wie es wäre ohne Zeit. Also es kann schon helfen, kann ich euch sagen, die Uhr vom Handgelenk wegzumachen. Das befreit ungemein. Am Anfang ist es schwer, ne? Aber es wird euch befreien, wenn ihr das Gefühl dieser Zeit, des Zeitmangels nicht mehr so habt. Ihr habt immer noch das Handy, man kann da ja mal raufgucken, alles, wenn man wirklich einen Zeitstand haben möchte, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber eine permanente Uhr, darauf zu gucken, das würde ich jedem abraten, wirklich jedem.
Naja, jedenfalls, genau, und das sind so Sachen, es geht eigentlich nur um Schwingung. Ja? Und ich hatte jetzt vor kurzem hatte ich wieder einen gewaltigen Zugang zu der vierten Dimension. Ich hatte wieder einen Cookie gegessen, hab hier wieder was für Fotoart, für die Webseite ein bisschen optimiert, die jetzt online ist, die Handysache, ne? Habe ich ein bisschen was gemacht. Und da hatte ich einen gewaltigen Zugang zu der vierten Dimension. Und also da ist mir so einiges klar geworden. Also man muss sich das so vorstellen, man kriegt einen Schub, da kriegt man, da fange ich wieder an zu weinen. Und da bricht eine gewaltige Emotion rein an ja, Informationen. Also im Prinzip sind das Informationen, wo ich denn genau weiß, was passieren wird, wie was kommt, was ist, womit ich mich gerade beschäftige, wie sich das entwickelt. Da kriege ich sämtliche Informationen. Also, als wenn ich in die Zukunft gucken kann, so ein bisschen, ne? Und ja, auch, denn es schließt sich auch einiges. Seitdem weiß ich auch, dass mit der hochschwingenden Energie, dass alles dass die Frequenz entscheidend ist. Es geht nur um Energie und die Frequenz ist entscheidend. Je hochschwingender etwas ist, und Liebe ist auch hochschwingend, hat eine hohe Frequenz, deswegen ist Liebe was Positives und was Hohes Gutes. Und deswegen kannst du mit Liebe auch das Negative beseitigen. Und deswegen wird in der neuen Welt mehr Liebe verteilt werden und automatisch werden wir alle hochschwingender. Und ich glaube und ich weiß, dass ich wahrscheinlich sowas wie eine Quelle bin. Ja, so komisch es vielleicht jetzt anhört. Ja, ich bin schon immer hochschwingend gewesen. Deswegen, ich hatte auch im jugendlichen Alter, da war ich 10, 11, eine Situation, da bin ich ausgestiegen, also na, bin ich beim Kumpel übernachtet und da sind wir aus dem Fenster ausgebüxt zu irgendeinem Obi auf dem Parkplatz, wollten da irgendwie durch die Gitter was klauen, keine Ahnung. Und dann kam einer, der wollte uns irgendwas wegnehmen, irgendwie was wir, ob wir vielleicht was gehabt hätten, ne? Erst hat er meinen damaligen Kumpel da irgendwie ein bisschen drangsaliert, wie auch immer, bis er angefangen hat zu heulen. Und dann hat er sich mir irgendwann zugewandt. Er hat einen Satz gesagt, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat mitten im Satz aufgehört und hat so, und hat, ja, und ist dann einfach weggegangen. Also er hat gemerkt, er hat gegen mich, also wahrscheinlich hat er meine hohe Schwingung gemerkt und hat gemerkt, dass er gegen mich keine Kraft hat. Irgendwas war da, was ihn dazu gebracht hat, auf dem Hacken umzudrehen und mich in Ruhe zu lassen. Ja, und das ist für mich dann auch eine Bestätigung dafür, dass es nur um Schwingungen geht. Und ich habe halt in der letzten Erfahrung halt gesehen, dass, wie soll ich sagen, ich sag jetzt mal sie, dass es sie gibt auf unserer Erde, ja, und dass sie als DJs auf unserer Erde sind und diese Musik machen. Elektronische Musik. Vereinzelt, also sind nicht alle, sie sind nicht alle, ne, die ich als sie bezeichnen würde, sind nur vereinzelt welche. Ja, die legen auf. Also, du erkennst sie daran, dass sie live in dem Club, wo sie auftreten, also live komponieren im Prinzip, also mischen, abmischen. Sie nehmen keine fertigen Samples. Ja, sie nehmen, die sie denn, wo sie die Übergänge nur machen. Die mischen live vor Ort, ja, und daran erkennst du die. Ich nenne sie sie aus dem Grund, weil das die sind hier wahrscheinlich schon länger auf unserem Planeten und die sind schon aufgestiegen. Das heißt, die haben diesen permanenten Zugang in die vierte Dimension, so wie ich es jetzt ab und zu mal hatte. Ja, ist meine Sichtweise jetzt. Ich kann es natürlich nur versuchen, so detailgetreu wie möglich zu erklären. Ob es nun wirklich so ist, das kann ich halt nur wissen, wenn ich 10 Jahre hinter mich gebracht habe und zurückgucken kann, ob es wirklich so war, ob es wirklich so eingetreten ist. Deswegen ist das jetzt alles nur meine Empfindung und meine Wahrnehmung, die ich jetzt euch so detailgetreu wie möglich ja, mitteilen möchte. Ja, und im Prinzip wissen, weil die aufgestiegen sind, wissen die, dass es nur um Energie und Frequenzen geht. Und deswegen gibt es gewisse Musik, ja, die eine gewisse Frequenz hat. Und das ist die Frequenz, auf die diesen Schlüssel zu dieser vierten Dimension gibt. Ja? Und Cannabis ist einfach nur ein Gefühlsverstärker. Deswegen fühlt sich das in dem Augenblick bei mir so bombastisch und überwältigend an und so, ja, wie soll ich sagen, heroisch ist das falsche Wort. Heroisch finde ich, hat einen negativen Beigeschmack. Also so überwältigend, weil das so eine Ausmaße hat von, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also deswegen, ich kann euch nur ans Herz legen, versucht irgendwie einen Weg zu finden,
und mit dem Wissen, was ihr vielleicht jetzt durch mich bekommt, ja, da euren Weg zu finden. Ich will nicht, dass ihr gleich losrennt und nach auf Musik Ausschau geht, aber ihr müsst auf jeden Fall bei euch anfangen. Wenn ihr damit anfangt und immer geht ihr Schritt für Schritt weiter und dann kommt ihr automatisch, ihr braucht gar nicht danach suchen, ihr kommt automatisch dorthin. Ja, und ich habe auch in dem gleichen Atemzug halt gesehen, dass auch wie gesagt, die Musik der Schlüssel dazu ist, ja, und dass alles, zum Beispiel, was ich mit meiner positiven Schwingung konstruiere, ob das für Fatten ist, ob das Mac ist, ob das egal was es ist, dass ich das auch verbreite übers Internet, über die Leitung, ob der Bildschirm zum Beispiel an ist oder aus ist, das spielt keine Rolle, ob ich visualisiere oder nicht, wenn ich nur davor sitze, so wie jetzt im Augenblick, ja, durch meinen Podcast, diese Schwingung bekommt ihr. Deswegen kann ich euch, klingt vielleicht überheblich, aber ich bin nicht so ein Typ, der sich hervorhebt und egoman oder egozentrisch ist und ich brauche das auch nicht. Aber deswegen glaube ich, ja, dass euch die Podcasts gefallen werden, weil ihr diese Schwingung merkt. Und deswegen wollt ihr die nächste Folge und könnt ihr die nächste Folge nicht abwarten. Ja? Deswegen gebe ich euch sehr gerne das mit, ja, ihr könnt gerne Fan von mir und Thomas werden, ob bei Fotoatomar, macht Likes, wie auch immer. Ich genieße das. Also ich freue mich auch für euch, wenn ihr Sachen erreicht. Ihr könnt auch mich anschreiben oder ihr könnt mich auch anschreiben. Wir können auch direkt darüber schreiben oder reden, wie auch immer. Wir können uns auch mal treffen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Deswegen hoffe ich, dass da draußen irgendjemand ist, der das hört und das auch vielleicht ein bisschen nachempfinden kann. Weil ich möchte gerne jemanden haben, mit dem ich zu 100% auf einem Level bin, ne? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich die einzige Quelle bin. Ja. Weil das würde es nämlich auch sagen, dass ich denn der Auslöser für die globale Situation am 31.03.2020 bin. Ja. Diesen Kontakt mit Menschen und dass im Prinzip man sieht, das, was man erntet. Oder man erntet das, was man sieht. Und wenn ich in meinem ganzen Leben immer irgendwas gesät habe, diese Schwingungen verteilt habe, auf die Menschen, auf alles, was ich angefasst habe, mit dem ich Kontakt hatte, dann ist das jetzt, dieser Wandel gerade das, was da entstanden ist. Ja, das klingt vielleicht etwas, ja, gottesgleich, aber das glaube ich nicht. So fühle ich mich auch nicht. Ich bin auch nicht so der Typ, der sich als irgendwas Höheres sieht. Also im Gegenteil. Deswegen weine ich auch immer in diesen Schüben, weil ich das als überwältigend finde erstmal und zweitens, wenn diese Informationen kommen, dann kann ich es einfach nicht verstehen, warum ich derjenige bin, der diese Informationen so bekommt und dass ich diese Möglichkeit mit in Bezug auf Fatten, was alles noch kommen wird, was ich gesehen habe, dass ich das erleben darf. Weil da wird was ganz, ganz Großes kommen. Ich kann nicht ins Detail gehen, das möchte ich jetzt auch nicht. Aber das ist sowas von, ich habe da wahrscheinlich oder mit Thomas was ganz Großes konstruiert, gemacht, geschaffen, was wahrscheinlich um die ganze Welt gehen wird in irgendeiner Form. In irgendeiner Form. Das heißt nicht, dass global alle Fotoatomar kennen. Das glaube ich nicht. Aber energetisch einfach. Durch diese Energie, die wir verteilen, durch das, was wir produzieren und machen, verbreiten, wie auch immer, egal, ob das jetzt die Podcasts sind, egal was, das wird die Grundlage für alles sein. Und ich habe wahrscheinlich im Laufe meines Lebens immer was gesät, die Energie, die Schwingungen gesät, nach und nach mit jedem Menschen, den ich Kontakt hatte. Und jetzt kommt bald der Punkt, im Zuge der neuen Welt, wenn das alles aufsteht, erwächst oder anfängt zu sprießen, dann ja, explodiert das, was photoatomar sein soll. Dann kommt es, dann tritt es hervor, dann kommt es nach oben und alle nehmen es wahr und das ist das, wo ja, was ich so fantastisch bin, finde. Und weil genau das ist das, warum ich jetzt hier eigentlich diesen Podcast gemacht habe. Ja, ich möchte das gerne irgendwie auch loswerden und mitteilen. Also Thomas kennt das alles, ja. Und aber deswegen, Thomas ist leider nicht da auf dem gleichen Niveau. Er hat das Verständnis, er kann es nachempfinden. Ja, er war auch bei der dritten Wahrnehmung im Prinzip, wie ich schon sage, bei dem dritten Abend war er auch telefonisch dabei. Durch einen Zufall hat er angerufen einfach, ne? Aber es wird durch mein Verständnis, durch diese energetische Geschichte, ja, wird das alles komplett, ja, also
wenn ich zurückdenke, dieses Verhalten der Menschen teilweise, wie sie sich verhalten haben, was mir passiert ist, wie mir etwas passiert ist, wenn man diesen energetischen Aspekt noch sieht, dieses Hochschwingende und Niedrigschwingende, dann macht das alles einen Sinn. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also man muss, ich stelle mir das so vor, das ist nicht fließend. Also diese Energie, diese Hochschwingung, die ist irgendwie nicht fließend. Also deswegen, die kann ich nur irgendwo anheften. So stelle ich mir es vor. Also im Prinzip, wenn ich jetzt hier am Internet sitze, ja, meine Schwingung geht in den Bildschirm rein, ja. Und das Fahrzeug ist im Prinzip sind die Daten. Die Daten, die oder der Strom oder wie auch immer, der durch die Leitung geht. Und das merkt ihr jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja, das ist denn diese Schwingung, die nach draußen geht, die ihr bekommt. Ja, und das ist, worum es geht. Und ich möchte einfach allen Teil davon haben lassen und euch bereichern damit und dass ihr wisst und verstehen lernt, wie schön doch dieser Planet ist und diese Welt eigentlich. Ja, und dass das unglaublich ist, was wir hier eigentlich als Mensch in den Händen halten oder diese Möglichkeit, die wir besitzen. Ja, bloß uns wurde das genommen. Ja, mit der alten Welt wird das zum Glück verschwinden. Ich bin so froh. Ich weiß nicht, wie viel Anteil ich dabei habe. Ja, dass so kommt, wie es kommt. Ja, obwohl ne, im Prinzip das Internet, ja, ist jetzt der nächste Punkt, worüber ich oder wir oder alle hochschwingenderen Menschen, ja, die Schwingungen verteilen können, bis in den letzten Winkel dieses Planetens. Ja. Das Internet ist unsere Zukunft. Deswegen gibt es das Internet. Und ich glaube nicht, dass das Internet von Menschen gemacht wurde. Na, ich weiß ja nicht, wie weit ihr drinne steckt in der ganzen Geschichte, aber es führt immer zu Außerirdischen, das sage ich euch. Deswegen habe ich auch erstmal nur sie gesagt. Ich wollte das jetzt nicht direkt in den Mund nehmen. Weil da wäre ich, am Anfang wäre ich gleich da von euch wahrscheinlich, was erzählt er da überhaupt, ne? Aber das ist sowas von allumfassend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen, ich möchte nicht der Einzige sein, der das versteht. Ich glaube auch nicht, dass ich der Einzige bin, weil, oder sonst bin ich die Quelle, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil, aber die Quelle weiß wahrscheinlich nicht, dass sie die Quelle ist, ne? Naja, gut. Ja, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich, fünf Teile gemacht. Ja, und bin erstmal das losgeworden, was ich loswerden wollte. Und ja, ich weiß nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das mache. Ich denke mal, ja, ihr werdet schon sehen, wenn ihr es hören könnt. Denn ich freue mich, dass ihr oder du es soweit gehört hast. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Weil für mich bedeutet das sehr viel und ich weiß, dass ich nicht ansatzweise das mit Worte wiedergeben kann, in was für einer Situation ich mich gerade befinde. Nicht negativ behaftet, nur positiv und wie schön das eigentlich ist. Und ich möchte euch gerne alle daran teilhaben und das mache ich im Zuge von Fotoatomar mit. Ja? Und auch jetzt hier auf meinem eigenen Place, sage ich mal, ne? Möchte ich einfach, dass. Ja, euch daran teilhaben lassen. Und ich möchte, dass die Menschheit einfach dieses Gefühl hat, weil dieses Hochschwingende, dann hast du permanente Liebe in dir drinne. Das ist auch, dass du dich für alles bedanken kannst, ja. Wenn du hochschwingend bist vom Bewusstsein, ja, von deiner Wahrnehmung, dann hast du permanente Liebe in dir drinne. Weil Liebe hat die gleiche Frequenz. Ja. Und das ist das Grandiose ja eigentlich bei dieser Geschichte. Und wenn du komplett von Liebe durchzogen bist, wenn du, dazu kann sich Lohn, einen Menschen haben, den du an deiner Seite hast, den du Liebe teilen kannst. Weil man steigert sich durch die Schwingung gegenseitig, ja. Und du gibst ihm was, er gibt dir was. Und so steigert man sich im Wechsel immer weiter. Auch wenn es nur ein Herz-Smiley ist, wie auch immer. Das sind die Kleinigkeiten, dass man einfach mal an den anderen denkt. Wenn der eine einkaufen ist, bringt man dem anderen was mit. Oder wenn man Klamotten kauft, kauft für sich Klamotten und man bringt für den anderen einfach ein Shirt mit oder irgendwas in die Richtung oder eine Kleinigkeit, weil man weiß, der mag diese Schokolade oder sie oder was auch immer. Das sind so die Kleinigkeiten. Und das ist das, woran man zusammen wächst. Ja? Das ist das, worum es geht. Also wir müssen und was werden wir in Zukunft alle höher schwingen und dadurch werden wir aufsteigen. Ich weiß nicht, ob ich die Quelle bin. Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach einer nächsten, noch einer Quelle oder noch mehreren Quellen. Die möchten sich bitte gerne bei mir melden, ja, wenn jemand sowas Ähnliches erlebt hat. Und deswegen, ja, denn
Ja, ich könnte am liebsten noch mehr erzählen, weil es einfach zu schön ist, dieser Wandel. Es ist sicherlich Murks, dieses mit dem alten System und das Shutdown und Corona und diese ganze Geschichte, die jetzt so aktuell ist. Aber Corona braucht ihr keine Angst vor haben. Das ist nicht existent, das machen nur die Medien. Ja? Corona sollte kommen, aber ist es nicht. Ja? Deswegen, ich weiß nicht, ob ich daran Bestandteil mit habe, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch so. Vertraue ich dem, also deswegen stehe ich so hinter Q und dieser Geschichte, ja, aus dem Grund, vielleicht bin ich auch ein Teil davon, weil ich einfach diese Schwingung ausgelöst habe, als ich in der Schweiz gewesen bin, zum Beispiel, oder weil ich auf Sylt gewesen war, ja, weil ich da vielleicht eine Hochburg zerstört habe, weil ich Kontakt zu irgendjemandem hatte, ja, weiß man alles nicht, ne? Ja, und ich sehe das auch so, ich kann meine Schwingung nur anheften an jemanden und jemand, der die bekommen hat, ja, der merkt es unterbewusst logischerweise, ne, weil der Mensch ja immer auf der Suche ist nach dieser Schwingung, nach der Liebe, ja, und ich hefte ihm die nur an. Und dieser Mensch kann wenn er seiner Seele nach gut handelt, kann er diese Schwingung in seinem Körper, in seinem Wesen verbreitern. Und dementsprechend also ändert sich sein Verhalten auch positiv. Ja, das ist denn, sowas passiert zum Beispiel auch, wenn jemand einen Unfall hatte, meistens. Ja, oder ein starker Einschnitt in ihr Leben durch Krankheit oder was auch immer. Dann werden sie sowas von, im Prinzip von energetisch gesehen, auf Null gefahren. Dann haben sie im Prinzip, kriegen sie da nochmal eine Chance, bei Null anzufangen, ja, und sich selber hochschwingen zu bringen. Aber es schafft nicht jeder. Also die meisten fallen wieder in alte Muster zurück. Ne? Aber wenn die Leute, die es schaffen, die vorher, wo sie noch gesund waren, wo man sagt, naja, komisch Verhalten haben, also mehr negativ, missgünstig waren und bla, Geld an erster Stelle und hier und eitel und tätel, bla bla bla, solche Geschichten. Wenn das nach einer Krankheit verschwindet, dann sind sie auf dem richtigen Pfad, dann sind sie auf diesem natürlichen Pfad und dann haben sie die Grundlage dafür, langsam höher schwingender zu werden. Dann ist das aber auch diese niedrig schwingende Geschichte aus denen raus. Für einen gewissen Zeitpunkt, seitdem sie fallen wieder zurück. Und wenn du deine Seele, wenn du mit Taten deine Seele weiter bedienst mit positiven Sachen, du kannst das natürlich auch, wenn ich jemand diese Schwingung anhefte, diese hohe Schwingung anhefte und der ist nur von niedrig schwingenden umgeben, dann wird irgendwann dieses Hochschwingende verschwinden, weil das andere einfach mächtiger ist, weil das einfach ja allgegenwärtiger in der Situation bei demjenigen dann ist. Dann wird das nicht mehr sein irgendwann. Ne? Ja, und er muss halt einen Weg finden und das funktioniert am besten so, dass er da in einen Bereich geht, wo ganz viel hochschwingende Menschen sind. Ne? Um die positive schwingende Geschichte dann mitzunehmen. Ja, aber dann wird er bei den Bösen kein gutes Gesicht mehr haben. Dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr anerkannt sein. Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Also das jedenfalls ist das krass, auch dass sich die Welt so verändert, wie sie sich verändert. Und ich wünsche es jedem Menschen. Ja? Wir werden bald nicht mehr in Armut leben. Wir werden keine Mängel mehr haben. Wir werden keinen Zeitmangel mehr haben. Wir werden bald keinen Energiemangel mehr haben. Wir werden keinen Nahrungsmangel mehr haben. Wir werden Zeit haben, um kreativ zu sein. Wir werden später nur noch das arbeiten, was wir wollen, was uns ausfüllt, was uns erfüllt. Ja. Das kommt alles mit der neuen Welt. Habt einfach nur Vertrauen, die jetzt vielleicht ein bisschen Angst haben und genießt es einfach, ja, dass ihr dabei sein dürft. Ja. Seid wachsam und ja, und glaubt nicht alles, was euch gesagt wird. Ja. Ihr wisst teilweise schon einiges. Ihr spürt es einfach. Vertraut eurem Gefühl, hört auf euer Gefühl. Ja. Lasst von alten Ritualen weg, schafft diesen scheiß Fernseher ab, guckt ihn nicht mehr an, lasst ihn weg. Ne? Oder ich sag mal, wenn die neue Welt ist, dann wird sich das alles zum Positiven ändern. Dann könnt ihr wieder Fernseh konsumieren. Aber es ist Zeitverschwendung in meinen Augen. Ja? Macht lieber was Produktives, seid künstlerisch, malt, wenn ihr das könnt. Macht es auch immer, lasst euch was einfallen. Genießt die Zeit, macht was draußen im Garten oder was auch immer. Teilt es einfach. Diese Freude, genießt dieses Leben, weil das ist einfach zu. Viel, es hat zu viel Wert und es wäre einfach zu schade, es in Lethargie und in permanenter, ja, Arbeitsamkeit es abzuarbeiten im Prinzip und gar nicht vom Leben zu haben. Fokussiert euch nur auf euch. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr schon den ersten Schritt gemacht. Also genießt es einfach und wie gesagt, ich gebe euch gerne Tipps, wenn ihr irgendwas wissen wollt, meldet euch einfach und ja,
Ich denke mal, ich werde, je nachdem, wie meine Erfahrungen in Zukunft weiter sein werden, werde ich weitere Podcasts machen. Aber bis dahin wird das erstmal mein letzter sein. Und sei denn, es wird einen Podcast geben, wenn für mich das Gefühl sagt, so, jetzt machst du einen. Dann werde ich natürlich einen machen, logischerweise. Aber wann das kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe die 5 Stück jetzt ja relativ hintereinander weggemacht. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß daran und könnt mir einigermaßen, konntet mir folgen und auch ein bisschen verstehen. Weil das Leben ist nicht das, was man alltäglich sieht, das kann ich euch sagen. Also, es ist nicht nur die dreidimensionale Welt, ja, es ist viel mehr. Wenn ihr, irgendwann werden wir alle diesen Kontakt, also diese Verbindung in die vierte Dimension bekommen. Allein schon durch die neue Welt und weil alles hochschwingender wird. Wir bauschen uns gegenseitig auf, ja. Wenn die unterschwingenden Geschichten passé sind, wenn das weg ist, wir bauschen uns alle gegenseitig auf und das bringt die gesamte Menschheit nach oben. Und dann kommen wir auch ins Weltall. Und dann sind wir auch in der Lage, weil die Schwingung im Weltall, ja, die ist hochschwingend. Ja, man mag es nicht sein, dass man denkt, ja, das Weltall ist dunkel, hast du nicht gesehen, kalt und für Menschen nicht gemacht. Aber die Schwingungen, die dort herkommen, kann ich euch sagen, die sind hochschwingend. Das ist das, wenn wir genauso schwingen wie das Universum, und das werden wir jetzt in der neuen Welt lernen und schaffen, dann können wir auch nach oben. Und das wird zeitnah kommen. Ich gehe davon aus, ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber dass wir auch vielleicht auch mal auf sie treffen. Ja, und dann, ja, auf deren Technik oder was auch immer. So, jetzt höre ich aber auf. Jetzt reicht es. Jetzt werde ich nichts mehr sagen. Auch wenn ich jetzt merke, ich komme immer von einem Punkt in den nächsten. Aber wir werden, wovon ich ausgehe, auf sie treffen. Ja, deswegen werdet so schnell es geht hochschwingend, weil dann könnt ihr damit umgehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch, wie auch immer. Und wann ihr das halt seht oder hört, Entschuldigung, nicht seht, aber hört. Und ich wünsche euch ja, eine schöne Zeit, dass ihr gut durch diese turbulenten Zeiten kommt. Und es kommt auf jeden Fall was Positives. Vertraut mir und den Anzeichen dafür. Blendet alles aus, egal was ihr hört in den alternativen Medien, in den offiziellen Medien. Blendet das einfach aus, bleibt bei euch. Bereitet euch auf das, was danach kommt, vor. Ich kann euch sagen, ihr werdet es nicht bereuen und ihr könnt froh sein, dass ihr das erleben dürft. Ja, macht das Beste euch draus, denn gehabt euch wohl. Bis dann.